Hallo Leute und willkommen zurück zu Civ 6. So, wir haben jetzt hier begonnen, die Offshore-Windräder zu bauen. Und die geben uns jeweils 10 Tourismus. Und damit werden wir auch fleißig weitermachen. Aktuell haben wir 89 Auslandstouristen oder Auswärtstouristen bei uns. Ja, und wir brauchen 570. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Wir können auf jeden Fall hier auf den ganzen Küstenfeldern, da können wir überall Offshore-Windräder bauen. So. Ein neuer Händler. Eventuell erst die Stadt gründern. Wir müssen mal aufpassen, nicht, dass der Siedler uns da was wegschnappt. Und Inquisitor. Und eine Aufladung. Der ruht sich einfach nur aus. Hier bleiben wir so, wie wir sind. So. Hochwassersperre. Einmal unterstützen. Und der Händler. Ja, am besten wäre es halt hier, direkt den Händler dann hinzuschicken und die Stadt zu unterstützen. Ich habe einmal gesagt, eine Runde weiter. So. Und ein Offshore-Windpark. Und dann auch nochmal Produktion, wie man gesehen hat. Ja, die Stadt kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Weil wir haben ja auch noch unsere Kampfbomber in Reichweite. Drei Aufladungen. Jetzt drei entfernen. Jawohl. Ja, hier, die Kampfbomber. Ja, ruhig noch einmal. Und jetzt können wir hier mit dem Panzer reinfahren. So. Einmal befördern. Und hier oben die Stadt haben wir verloren. Der Inquisitor, der geht weg. Ja, hier auf den Ozeanfeldern, da können wir keine Offshore-Windräder platzieren. Ah, aber hier überall. So, Stadt behalten. Jawohl. Und wir haben hier noch keinen Hafen und noch kein Handelszentrum. Ja, dann bauen wir erstmal den Hafen. Plus 4. Und die Stadt muss dann natürlich dann einen Händler bekommen. Da geht es ja gar nicht voran. Küstengelände fällt verloren. Ja, müssen wir eine Hochwassersperre bauen, Leute. Archäologisches Museum abgeschlossen, okay.
Dann holen wir uns den Archäologen. Und Handwerker. Ist 1,9. Okay, der Kultist geht erstmal wieder zurück. Und rutscht sich aus. Geht da. Wo wollte der hin und warum geht er nicht weiter? Ja, er könnte jetzt auch hier in der Stadt gründen, Hafen bauen. So, Rockband. Okay, das passt. Oh. 3500 Tourismus bekommen. Aber dann die Einheit verloren. Nächste Rockband hat kein Ziel. Beziehungsweise das Ziel ist gerade durch eine andere Einheit besetzt. Theaterplätze. Jawohl. Chauvin Park. Ein Zeitalterpunkt. Okay, für die erste Ausrichtung in dem neuen Zeitalter. Wenn der Feind nicht weiß, wo er angegriffen wird, muss er sich zu allen Seiten wappnen und wird so überall schwach sein. Ja, falls wir noch riesige Kampfroboter bauen, können wir die Karte reinnehmen. Ansonsten hatten wir vorgehabt, die Karte für die großen Musikwerke reinzunehmen. Ja, die Karte hier, die gibt uns halt nicht nur religiöse Stärke, die gibt uns auch Glauben in den Städten, in denen wir Gouverneure haben. Und das gibt uns wiederum dann auch wieder Kultur, Forschung und Gold. Okay, aber wir nehmen das jetzt trotzdem rein. Plus 562. Okay, ein bisschen Gold abgegriffen. Und da wurde es aktualisiert, also 15 Gold pro Runde weniger. Das heißt, wir kriegen auch 15 Wissenschaft und 15 Kultur weniger. So, wo ist dieser Händler? Zanzibar. Ja, einen Händler hatten wir ja schon verschoben. Schau mal, wenn wir jetzt die Handelsroute einrichten. Mal prüfen. Nach Schweden haben wir noch keine Handelsroute. Okay. Schweden.
Ah, das ist natürlich schlecht. Wir sortieren mal nach Gold. Ja, wir möchten natürlich in der Stadt auch Produktion gewinnen. Das ist natürlich Quatsch jetzt. Dann... ich hier die 10 Produktion mitnehmen. So. Und dann kann der andere Händler aus Zanzibar. Er kann die fehlende Route nach Schweden einrichten. So. Okay. Gut aus. Ja, ich nehme jetzt einfach irgendwas rein. Egal. So, Gold erfolgreich abgezweigt. Einmal 1134 und einmal 1224. Und ein Agent kann befördert werden. Glaubt große Werke wie mit 2 Stufen mehr Erfahrung. Okay. Einkaufszentrum für Tourismus und Gold. Oder erstmal ein Handwerker. Ah, hier können dann ja auch noch Offshore-Parks errichtet werden. Handwerker abgeschlossen. Nächster Handwerker. Ja, ein normaler Solarpark. Wie viel Tourismus gibt der? Eventuell eine Runde weiterspielen, aber eigentlich sollte der ja auch Tourismus geben. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Aus 200% Energie für Offshore-Windparks, Solarparks, Windparks, Geothermiekraftwerk und hydroelektronische Staudämmer. Hydroelektrische Staudämmer. Ja. Vielleicht einfach eine Runde weiterspielen. So. Handwerker fertig und dann bauen wir noch das Stadion. Der Handwerker. Boah, der kann eingehen. Und die Bomber, die haben jetzt erstmal nichts zu tun. Könnt ihr jetzt schon da reinfahren? Ja gut, dann übernehmen wir jetzt die Stadt wieder.
Ah, die verliert immer 2 Bürger. Loyalität minus 20. Minus 4 durch Gouverneure. Minus 2 ist klar. Oder da sind sogar noch mehrere. Also Armani von Wilhelmina. Okay. Also ganz viele Armanis. Aber nur 2 mit der Beförderung. Moment. Ja. Okay. Alle Panzer fährt direkt wieder raus. Statt behalten. So. Es ist wahrscheinlich egal, was wir da bauen und ob wir was bauen. Handwerker. Die Wegfindung, Wahnsinn. Ach, sie haben ihren Siedler weggezogen. Bereitschaft. Ausruhen. Plus 1,4. Plus 6,2. Okay. Breithalten, ausruhen. Bereitschaft. Ah. Offshore Windpark. Bereitschaft. Ausruhen. Er hat ja nur noch eine Aufladung. So, Quellen aktiv. Und Mittel abschöpfen. Und Quellen beschaffen. Drei Aufladungen. Dann einmal hier eine Aufladung verwenden und eventuell bei der neuen Stadt auch noch 3 Aufladungen. Ja, da bringt der Inquisitor nicht. Bräuchte man dann einen Missionar? Oder? Ja, ein bisschen was würde der auch schon bringen. 150. So, der möchte spielen bei einem Unterhaltungsbezirk und der ist auf einem Unterhaltungsbezirk. Ja, okay, es gibt wenig Tourismus, aber wir haben die Chance, dass er auflevelt. So. Ja, 625 Tourismus erzeugt, 100 verkaufte Alben. Okay. Nächster.
Ja, der fährt hier hinterher. Es steigt von der Erde in den Himmel auf und dann sinkt es wieder zur Erde hinab. So. Panzer geht da raus. Ja, das bringt uns nichts, oder? Das ist ja unser eigener. Warum bauen die denn so wenige Unterhaltungskomplexe? Er ist nicht sechseckig umrandet, weil wir da schon waren. Mal darüber. Und Mittel abschöpfen. Jawohl. So, jetzt nochmal schauen. So, jetzt wird es doch angezeigt. Plus 10 Tourismus, jawohl. Runden für den Hafen. Der geht auch noch. Hier unterstützen. Obwohl, wir kriegen ja jetzt sogar eine neue Stadt. Moment. So, wo gründen wir die? Da, wo wir jetzt schon stehen. Am Fluss. Und an der Wüste. Ja. So, dann kann der Händler hier rüber gehen. So. Er kann hier nochmal helfen. Und Landwerker. Ja. Durch eine Weide hier errichten. Oder nein, erstmal. Ah, jetzt sind die im Weg. Bei Aufladungen. Weide. Uranwerk und dann halt eine Pyramide. So, jetzt haben wir ja. Da in der Mitte könnte noch eine Stadt gebaut werden. Ja, geht. Sollen sie machen. Ich glaube, die konvertieren wir dann. So, Zeitalter. Ja, noch 12 Punkte in 14 Runden. Zur Not geben wir halt noch ein bisschen Glauben und Gold aus für große Persönlichkeiten. Oh, das bietet sich an. 195 Glauben. Zack, ein Zeitalterpunkt.
So. Ja, direkt noch ein Handwerker. Und hier bauen wir, oder wir kaufen erstmal den göttlichen Obelisk. Und dann bauen wir den Hafen. Jawohl. Drei Aufladungen, einmal darüber. Handwerker. Mit 7 Aufladungen, Wahnsinn. Bereitschaft. Und wir bauen... Ja, den Kolossalkopf werden wir nicht bauen. Wir bauen... den Solarpark. Jawohl. So, jetzt haben wir hier eine Chance von 84%, dass wir danach noch weitermachen. Jawohl. Und noch einmal befördert. Ja, das Seebad, das würde uns jetzt noch Gold geben. Aber der Solarpark gibt mehr, müsste mehr Tourismus geben. Tourismus in Höhe der Anziehungskraft. Ja, und Anziehungskraft ist auf 5, atemberaubend. Das heißt, wir würden 5 Tourismus kriegen und 5 Gold pro Runde. Ah, aber das ist mir der Solarpark lieber. So, nächster Handwerker. 7 Aufladungen. Einfach mal rüber. Zwei Jeans, die jeweils plus 4 Annehmlichkeiten geben. Zack. Amphitheater abgeschlossen. Ja, Kunstmuseum. Hafen abgeschlossen. Das heißt, wir kaufen... den Leuchtturm. Und dann können wir irgendwo einen Schatz unterstützen. Ah, 20 Runden ist schon noch recht lange. Kaufen wir hier noch einen Händler. Ich dann nächste Runde die zweite Handelsroute ein für diese Stadt. Ja, das ist klar. Durch ein Konzert wird die vom Besitzer der Einheit gegründete Religion in der Stadt vorherrschend. Ja, schon. Und wir möchten Theater plätzen. Und da waren doch hier ganz, ganz viele. Ja.
Der gehört, das Feld gehört zu Ober oder 19er Stadt. Ganz viel Wohnraum wird benötigt. Okay, ja, darauf bin ich gespannt. Ob wir, also wie viel, wir werden ja vorherrschen, so steht es da zumindest. Heißt, aktuell haben wir 0 und die anderen haben 18. Ob dann da 19 Skorpions dazukommen, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bye, bye.